Hallo meine Lieben. Ups, jetzt das Licht aus. So, sag mal, jetzt. Ja, ich habe mir heute von meiner Tochter etwas mitbringen lassen. Sorry, mein Licht. Und zwar, meine Tochter wohnt gleich gegenüber von einem Action und das ist echt gefährlich. Ich hatte einen Haul gesehen. Ich habe einen Haul gesehen und in diesem Haul wurden diese tollen Teile hier gezeigt. Und zwar ist das Super Air Dry Clay. Und es gibt 2, 4, 6, 8 verschiedene. Also zumindest gab es 8 verschiedene. Wir haben alle gekauft, die da waren. Ich zeige sie euch mal kurz. Oder meine Tochter hat mir alle mitgebracht, die da waren. Und zwar einen Hund, eine Kuh, und die finde ich ja schon klasse, eine Schildkröte, ein Löwe, ein Fisch, Krabbe, ein Dinosaurier und ein Schmetterling. Genau. Ja. Und keine Angst, nein, hier sind nicht die Zombies los. Das ist nur immer noch der Hund von meiner Tochter, der nach Hause möchte und bald ist es auch soweit. So, ja, auf jeden Fall, es gibt 8 verschiedene Motive und ihr wisst ja, alles was mit Kneten und Fimo und Haar zu tun hat, ja, da muss ich dann mal hin und da muss ich dann mal schauen und darum habe ich sie mir alle mitbringen lassen und ich habe mir gedacht, wir machen heute einfach mal eins zusammen. Und da habe ich mir die Kuh ausgesucht. Weil die finde ich so mega süß. Ohohoho. Ich habe gerade aufgeräumt und mein Cuttermesser weggepackt. Das ist verhext, verhext. So. Also so sieht das Ganze aus. Eine Schachtel mit 4 Fächern. Da ist der praktisch die Knete oder Formclay drin. Hier haben wir noch eine Anleitung zum Mischen, wenn wir noch andere Farben brauchen. Ja, und hier haben wir die Anleitung für die Kuh. Und hier sind dann noch die Wackelaugen, die brauchen wir später. Ja, das Problem ist ja, das kennen wir alle, wenn wir mit weißem Fimo oder weißer Knetmasse oder wie auch immer arbeiten, dass sie am Ende schmutzig wird. Ich habe extra jetzt meine Hände gewaschen, in der Hoffnung, dass es einigermaßen funktioniert. Also, es ist nicht ganz einfach, sie rauszubekommen, aber sie klebt nicht. Also, sie klebt zwar in der Form, aber nicht an den Fingern. Uah. Uah. Also es ist eher wie Funigami. Genau, so fühlt sich das an. So, also wir haben die erste Kugel und das wird der Kopf. Dann machen wir erstmal eine Kugel. So. Und dann brauchen wir ein bisschen von dem Rot. Das ist schon zu viel. So, da machen wir uns dann formen wir dann die Schnute und die Nase draus. So. So, dann brauchen wir 2 Nasenlöcher.
Eins, zwei. Die kommen hier drauf. So. Ich finde es jetzt schon cool. So. Das wieder ein bisschen in Form bringen, ne? Unsere Nase, da ist unser Kopf. Dann hat die Kuh einen Augenklecks. Dann nehmen wir uns wieder ein bisschen von dem Schwarz. Also es lässt sich super verarbeiten. Auch Kinder werden da keine Probleme mit haben. Schön flach. Ups. Nur beim Modellieren muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht immer wieder alles zerdutscht, weil es doch sehr weich ist. So. Und dann können wir da schon die Augen aufkleben. Na. Wobei die scheinen gar nicht. Mal kurz schauen. Wenn ich denn. Da. Nee, doch nicht. Nein, die scheint nicht selbstklebend zu sein. Dann drücken wir die einfach mal so da rein. Bisschen. So. Und das andere auch. So. Als nächstes machen wir ein Stück Weiß für die Ohren. So, ich mache das dann immer so, dass ich mir so eine kleine Rolle mache, die ich an den Seiten abspitze, durchtrenne und dann einfach zwischen den Fingern flach drücke und hier unten so ein bisschen zusammen. Und dann können wir die einfach hier reinsetzen. Genauso. Flach drücken. Hier unten. Oh.
So. Irgendwie hat die Kuh Schlagseite. So. Jetzt brauchen wir wieder schwarz. Nami, komm her. Für die Hörner. Gleiche Prinzip. Ein Rost an den Seiten abflachen. In der Mitte durchschneiden. Aufpassen, dass sie sich nicht berühren. Dann machen wir nämlich das Ganze nochmal von vorne. Ja, so ist das. So. Also, auf ein neues. Ausrollen. Durchschneiden. Aufsetzen. Hihi. Süß. So. Ich möchte jetzt aber, dass meine Kuh hier oben noch so ein Buschel hat. So. Und damit haben wir unseren Kopf schon fertig. Jetzt kommt der Körper. Da nehmen wir einfach einfach das Boden. Da versuchen wir, das restliche Weiß rauszubekommen. Also es ist hartnäckig. Also wenn ihr das praktisch, seht ihr das, hier so ein bisschen spitz macht und als Stempel benutzt, dann kriegt ihr auch die Reste irgendwie da raus. So. So. So, wir brauchen wieder eine Kugel, aber diesmal oval. Und dann brauchen wir vier Beine.
So. Dann brauchen wir wieder ein bisschen Schwarz. Davon schneiden wir uns jetzt 4. Ungefähr gleich große Stücke ab. Und machen daraus solche Kugeln. Und die kommen hier drauf. So. Dann kommt hier vorne der Kopf drauf. Irgendwie will sie nicht stehen. So, jetzt können wir das Ganze hier noch ein bisschen glatt machen und anpassen. Den Kopf ein bisschen hoch. So. Alles wieder richten. Ja, der Körper hat wieder seine Beine verloren. Aber die sind einfach. Ich lasse das jetzt so. Weil die Beine, die sind zu schwach, die knicken immer wieder ein. Dann liegt sie halt so.
So, ich mache mal noch ein Schwänzchen. Da, 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 da. Und schon ist unsere Kuh fertig, auch wenn sie keine Beine hat. Meine Kuh liegt. Finde ich sie trotzdem sehr niedlich. Was mir aufgefallen ist, es ist nicht so schmutzig geworden wie Fimo. Also Fimo, wenn man Fimo anfasst, ist es sofort. Ja. Dafür muss man hier ein bisschen mehr modellieren, weil man. Zack. Noch. Ja, wie gesagt, meine Kuh liegt, die hat keine Beine. Die Beine haben sich leider wieder verabschiedet. Ich lasse das jetzt so, bevor ich da noch mehr rumhampel. So. Und jetzt kriegt sie noch ein paar schwarze Flecken. Ups. Tada! Meine Kuh ist fertig und ich lasse sie jetzt so, denn ich finde sie ziemlich niedlich. Ja, ich stelle sie jetzt zur Seite zum Trocknen. Und mich würde jetzt mal interessieren, ob euch dieses Video gefallen hat und ob ihr eventuell auch sehen wollt, wie ich die anderen. Ich habe ja noch 7 Stück liegen. Schildkröte, Dinosaurier, eine Krabbe, ein Löwen, ein Schmetterling, ein Hund und ein Fisch. Ja, mich würde interessieren, wollt ihr sehen, wie ich diese auch mache? Oder sagt ihr nö? Also die eine komische Kuh, die du da gemacht hast, die hat mir schon gereicht. Lass mal. Das kriegen wir selber hin. Jo. Nicht verstehen. So, ihr Lieben, damit verabschiede ich mich von euch. Ich finde sie trotzdem sehr, sehr süß und werde sie jetzt schön trocknen lassen. Ah, ich finde sie so niedlich. Schaut mal dieser komische Blick an.
So, ihr Lieben, damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.